Bei den bayerischen Meisterschaften auf der Olympiaschießanlage stehen heute im Fokus Luftgewehrherren und Luftpistole-Damen. Spannend war es auf alle Fälle und solide Leistungen wurden auch sportlich geboten. Herzlich willkommen auf Position G, Maxi Wolf! Ja, und hier ist das Top-Ergebnis. 399 Ringe hat der Schütze geschossen. Begrüßen Sie auf Position B, Maxi Dallinger! Zur ersten Finalserie laden. Start. Das Luftgewehrfinale bot gleich ein doppeltes Kopf-an-Kopf-Rennen. Es war klar, dass dieser eine Schuss entscheiden wird, wer Bronze mit nach Hause nimmt. Andreas Geuter setzte sich dann durch. Und um Gold hieß es dann Maxi gegen Maxi. Diese Konstellation war schon früh im Wettkampf klar. Maximilian Wolf war lange Spitzenreiter. Am Ende dann spielte aber Maxi Dallinger seine Routine wieder aus. Ja, das ist wieder mal ein Finale. Das zeigt eben, dass im Finale nicht alles so läuft, wie man das eigentlich selber gerne so hätte manchmal. Das hätte ruhig ein bisschen höher sein dürfen von meiner Seite. Trotzdem, es war ein klasse Finale. Das macht es wahnsinnig spannend, wenn es hin und her geht. Und wenn man dann noch gewinnen kann, dann ist das absolut super. Ich hätte gern weniger Abstand gehabt. Nein, war ein gutes Finale. Stark geschossen, vor allen Dingen 103,9 die erste Serie, das ist ja Wahnsinn. Was hat dann letztendlich den Ausschlag gegeben, dass der Maxi vor dir war? Ja, zum Schluss sind wir nicht mehr so reingeflogen und dann fehlen einfach die Zehntel. Bei der Luftpistole Damen war klar, dass es eine erstmalige bayerische Meisterin geben wird. Monika Karsch, Sandra Reitz, Carina Wimmer und Co. waren in Suhl bei der Rangliste. Mit klaren 6,7 Ringen Vorsprung sicherte sich Dietrin Laube erstmals Gold. Manche Glück gehört ja immer mit dazu, die anderen haben es mir auch nicht so leicht gemacht. Klar habe ich mich früh abgesetzt, aber die Nervosität hat doch schon die Hand sehr zittern lassen. Ja. Und wie geht es nun nach dem goldigen Comeback und nach der Babypause weiter? Greift die neue bayerische Meisterin nochmals international an? Das muss ich ehrlich sagen, weiß ich noch nicht. Mal gucken, wie es jetzt mit Baby läuft, wie es so klappt. Ich studiere nebenbei noch und dann mal schauen, was sich ergibt. Wenn es klappt, dann gern, wenn nicht, dann eben nicht. Mal gucken.